Für die Blutdruckmessung muss die Patientin oder der Patient 3 bis 5 Minuten ruhig am Platz sitzen und den unbekleideten Arm locker auf Herzhöhe auflegen. Zunächst wird das Ventil geöffnet, die Luft aus der Manschette herausgelassen und das Ventil wieder verschlossen. Die Manschette muss die passende Breite haben und gemäß der Markierung fest um den Oberarm angelegt werden. Sie liegt 2,5 cm oberhalb der Ellenbeuge auf Herzhöhe und es dürfen 2 Finger dazwischen passen. Nehmen Sie das Manometer in die Hand, suchen Sie den Radialispuls und pumpen Sie bis 30 mmHg über Verschwinden des Pulses auf. Platzieren Sie die Ohroliven des Stethoskops in Ihre Ohren und legen Sie das Bruststück in die Ellenbeuge über die Arterie. Lassen Sie die Luft langsam ab und hören Sie aufmerksam auf das sogenannte Korotkow-Geräusch. Merken Sie sich die Werte, bei denen das Geräusch das erste und das letzte Mal hörbar war. Der erste ist der systolische, der zweite der diastolische Wert. Das Arizona Medical Training Institute hat sehr gute Übungsvideos dafür auf seinem YouTube-Kanal. Der Link steht in der Beschreibung. Ist das Korotkow-Geräusch nicht mehr hörbar, können Sie die Luft ganz ablassen. Nehmen Sie das Stethoskop aus den Ohren. Entfernen Sie die Manschette, drücken Sie die Luft daraus und verschließen Sie das Ventil. Zuletzt dokumentieren Sie die Messwerte.